Die Maschinen rollen. Spatenstich für das Freizeitsport- und Erholungsareal Lindenstraße. Dass Quedlinburg ein neues Freibad schaffen will, ist längst kein Geheimnis mehr und über die Stadtgrenzen bekannt. Die Planung für das gesamte Projekt zieht sich schon über mehrere Jahre und war wohl nicht immer ganz einfach. Das entstehende Freizeitsport- und Erholungsareal Lindenstraße in Quedlinburg wird nicht nur ein einfaches Freibad, sondern bietet darüber hinaus vieles mehr. Neben einem beheizten Sportbad wird es eine Minigolfanlage, einen Beachvolleyballbereich, eine Gaststätte, Liegewiesen, Ruder- und Angelteich und einen Campingbereich geben. Also ein riesengroßes Vorhaben, welches auf dem Gelände des ehemaligen Freibad Klietz Platz findet und somit für jeden Quedlinburger etwas ganz Besonderes ist. Ja, also ehrlich gesagt ist es kaum zu fassen. Also ich muss noch mit mir ringen, dass nach vielen Monaten, Jahren kann man sagen, intensiver Vorbereitung, heute nun endlich der Startschuss fällt. Und er fällt nicht symbolisch, sondern er fällt richtig. Wir haben heute unseren Fördermittelbescheid bekommen, damit steht die Finanzierung und damit können wir endlich bauen. Zugegeben, vielen stecken 4 Jahre Vorbereitungszeit hier in den Knochen. Ich bin erst seit einem Jahr bei den Stadtwerken dabei und erst seit 3 Monaten hier auch beteiligt am Projekt. Es ist trotzdem eine sehr emotionale Angelegenheit für mich. Als Kind, ich habe es eben gerade gesagt, bin ich als Kind hier schon schwimmen gegangen. Der Klietzteich und das Klietzfreibad ist jedem Quedlinburger ein Begriff, auch unserer Elterngeneration ein Begriff. Und das wieder mit Leben zu erwecken, nachdem es so viele Jahre ja, eine Wunde der Stadt war, ist natürlich ein toller Moment für alle Beteiligten. Ich glaube, ganz wichtig bei so einem Projekt dieser Größenordnung ist die Auswahl der richtigen Partner und eine gute Kommunikation, eine offene Kommunikation miteinander und zwischeneinander. Hier haben wir noch einige Baustellen, haben auch noch einige Ideen, wie wir das verbessern wollen, wollen auch noch ein paar Protagonisten mit an Bord nehmen. Also insbesondere das Thema nachhaltige Energienutzung wird natürlich auch gesellschaftlich immer stärker eingefordert. Zu Recht, wir sind ein Stadtwerk, wollen uns diesem Thema natürlich nicht verschließen. Von daher wird es nicht bei einem einfachen BAKW zur Beheizung des Beckens letztendlich bleiben, sondern wir wollen das Thema Nachhaltigkeit viel stärker bespielen. Emotional ist die Errichtung für jeden Quedlinburger. Umso schöner ist der Spatenstich, der symbolisch gesetzt wurde, sodass nun der Bau endlich beginnen kann. Oberbürgermeister Frank Ruch hat zu diesem Projekt eine sehr persönliche Beziehung. Zunächst einmal ein ganz emotionaler Tag. Wer weiß, mit welchen Ansagen ich damals vor knapp sieben Jahren in den Wahlkampf gezogen bin, dann war das für mich ein zentrales Thema, die Schaffung dieses Freizeitsport- und Erholungsareals. Und daran habe ich auch nie einen Zweifel gelassen. Und ich bin dem Stadtrat sehr dankbar, dass er über alle unterschiedlichen Positionen hinaus sich letztendlich hinter dieses Projekt versammelt hat. Denn wir erfüllen ja einen Herzenswunsch der Quedlinburger, denen der Verlust des Bades vor rund 15 Jahren eine tiefe Wunde geschlagen hat in die Herzen der Quedlinburger und die jetzt anfängt, mit dem heutigen Tage zu heilen. Unabhängig davon ist es natürlich für uns auch eine wirtschaftliche Frage. Ja, wir investieren einen hohen Anteil hier in dieses Projekt, auch an Eigenmitteln, hauptsächlich über unsere Bäder GmbH, aber wir versprechen uns damit auch wirtschaftlichen Aufschwung in den nächsten Jahren, indem wir die Aufenthaltsdauer unserer Touristen von derzeitig ca. 2,5 Tagen vielleicht um einen Tag auf 3,5, das ist so die Zielstellung, erhöhen würden oder können und damit natürlich auch die Einnahmen deutlich erhöhen werden. Und dann haben wir eine Win-Win-Situation für die Quedlinburger und für unsere Touristen. Der Startschuss für den Bau ist nun offiziell gefallen, doch das bedeutet nicht, dass die stressige Phase ein Ende hat. Nun warten andere Aufgaben auf alle Beteiligten. Also die größten Probleme sehe ich in dem Bürokratieaufwand, der in Deutschland betrieben werden muss. Das ist nicht mal so sehr die finanzielle Seite. Also das lässt sich relativ gut abchecken, welche Chancen da bestehen. Und da kommt man auch schnell klar. Aber die bautechnischen Prüfungen, das sind eigentlich die Hammer, die wir haben. Ja? Die Vergabevorschriften, die bautechnischen Parameter, die wir erfüllen müssen. Wir arbeiten ja hier nicht nur mit doppeltem Boden, sondern wir arbeiten ja hier mit fünffach doppeltem Boden. Und das macht es nicht einfacher. Und die aktuelle Auftragslage in der Bauwirtschaft, die mittlerweile schon seit 2 Jahren sich zuspitzt, macht es auch nicht einfacher. Also um Ihre Frage auf den Punkt zu bringen, eine Kommune, die so eine Investition stemmen will, die muss sehr viel Selbstvertrauen haben und die muss einen Stadtrat haben oder Gemeinderat haben, der geschlossen dahinter steht, sonst ist das unmöglich. Nur gemeinsam kann solch ein Großprojekt bewältigt werden.
Viele verschiedene Gewerke werden in den kommenden knapp 2 Jahren bestens zusammenarbeiten, sowohl auf dem Baugrundstück als auch abseits am Schreibtisch. Doch die Vorfreude bei allen Beteiligten ist riesig. Ja, die Ungeduld ist natürlich groß und viele Quedlinburger haben schon gar nicht mehr dran geglaubt, dass das hier klappen wird. Insofern freut es mich, dass wir heute auch schon Tatsachen schaffen. Wenn alles gut läuft, und danach sieht es derzeit aus, werden wir spätestens im Frühjahr 2023 hier ins Wasser springen können. Wir brauchen jetzt noch etwas Zeit, um die Bauleistungen auszuschreiben, wollen dann Ende des Jahres mit den Bauarbeiten beginnen. Das kommt dann auf den Winter an, wie hart der Winter wird. Im nächsten Jahr wird dann durchgängig gebaut, bis Ende des Jahres, ja. Und dann ist ja Badezeit. Das Freizeitsport- und Erholungsareal Lindenstraße wird durch die Stadtbauförderung gefördert. Das Projekt ist für viele Quedlinburger eine Herzensangelegenheit. Voraussichtlich können die Welterbestädter ab dem Frühling 2023 wieder den Spaß eines Freibades genießen.